Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Jibreel und Iblis von Samra in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Jibreel und Iblis von Samra, das Ganze am 17. April erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das lang erwartete Debütalbum von Samra. Nach seinem Kollabo-Album gemeinsam mit Capital Bra, Berlin lebt 2, ist es das erste Solo-Album. Die Box zu diesem Album, das war diese hier, die habe ich euch ja bereits gezeigt. Und heute ist es an der Zeit für die Vinyl Edition. Diese Vinyl gab es exklusiv bei Vinyl Digital zu bestellen und sie ist auf 1000 Stück limitiert. Als erstes werden wir mal die Folie aufschneiden und dann schauen wir uns das Ganze mal an. So, also wir haben hier das Cover des Albums. In diesem Fall kommt das noch besser zur Geltung auf diesem großen Vinylcover. Wir lesen hier oben einmal den Interpreten Samra. Dann hier Jibreel und Iblis, bedeutet so viel wie ja, gut und böse, beziehungsweise Jibreel ist im Arabischen der Erzengel Gabriel und Iblis der Teufel, also Engel und Teufel mehr oder weniger. Jibreel und Iblis hier unten auch noch, ansonsten haben wir hier so blauen Dunst, blauen Rauch, der hier aufsteigt. Auf der Seite auch wieder Interpret plus Albumtitel und auf der Rückseite lesen wir: Wir haben insgesamt 4 Vinyls, also 2 Vinyls und 4 Seiten, so rum. Wir haben Platte 1, A- und B-Seite mit insgesamt 12 Tracks. Und dann haben wir hier Platte 2 mit weiteren 5 und weiteren 10 Tracks. Okay, dann die Beteiligten. Das Ganze hier erschienen über Urban. Barcode hier in der Mitte. Dann schauen wir mal hinein. Jawohl, das ist einmal das Foto von Samra, sitzt hier wie so oft auf einem Autodach. Hier ist auch noch der Samra-Schriftzug. Rechts dann Jibreel und Iblis zu lesen. Und in der Mitte lesen wir noch, wer die Fotos und das Design beigesteuert hat. So, dann schauen wir mal hinein. Als erstes in der linken Stecktasche, wenn sie rauskommt. Gar nicht so einfach. Vinyl Nummer 1. Und in der zweiten Stecktasche natürlich Vinyl Nummer 2. Und ansonsten ist in dieser Stecktasche nichts weiter. Also es ist leer. Kleine Info noch zur Tracklist. Die Features habe ich euch vorenthalten. Und zwar haben wir Features mit dabei von Elif, Capital Bra, Capital Bra und nochmals Capital Bra. Also 4 Features auf diesen 22 Tracks, wobei eben 3 davon Capi sind. Dann kommen wir zu den Platten, zu den Vinyls. Die kommen hier in einer schwarzen Papierhülle. Und die Vinyl an sich ist dann auch ganz klassisch in schwarz gehalten. Hier lesen wir Platte 1, das ist in diesem Fall die B-Seite. Und Platte 1 A-Seite. Wir haben in der Mitte einerseits die Tracks durchnummeriert, aber wir haben auch die Laufzeit. Das ist sehr schön. Also Platte Nummer 1. Und dann kommen wir zur Platte Nummer 2. Kommt natürlich auch wieder in einer schwarzen Papierhülle. Dann lesen wir hier A-Seite mit weiteren 5 Tracks. Und dann die B-Seite auch nochmal mit 5 Tracks. Somit kommen wir dann 12 plus 10, also insgesamt 22 Tracks. Jawohl, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich in dieser Vinyl Edition befindet. Einmal zweimal die beiden Vinyls mit insgesamt 22 Tracks und 4 Features. Die kommen hier in dieser schwarzen Papierhülle. Und das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Jibreel und Iblis von Samra. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Samra unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute.
Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.